Ja, hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter mit dem nächsten Teil der Corona-Miniseries Kopf, Kiefer und Nacken. Heute sage ich Hallo zu euch aus der Praxis, die schöne Praxis, die schöne sonnige Praxis heute vor allem. Deswegen taugt mir das sehr gut. Ich werde jetzt auch gleich auf dieser bequemen Liege hier Platz nehmen, mir das gemütlich machen, mir die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen und euch heute von der progressiven Muskelrelaxation nach Jacobson etwas zeigen. Ist eine sehr einfache Technik, die man leicht erlernen kann. Es ist eine sehr entspannende Technik, man braucht kein Equipment dafür, sondern nur einfach einen ruhigen Ort, wo man liegen oder sitzen kann. Passend zu unserem Thema zeige ich euch aber eben heute die Anleitung für den Bereich Gesicht, Gesicht, Stirn, Mund, Nacken und Schulter. Das heißt, macht es euch bequem, legt es euch nieder, setzt es euch hin. Die Übung kann man auch im Sitzen machen, prinzipiell. Ich zeige es euch jetzt im Liegen, also macht es euch bequem und wir legen gleich damit los. Also viel Spaß damit. Die progressive Muskelrelaxation besteht daraus, dass du den Fokus auf gewisse Teile im Körper lenkst, diese beginnst anzuspannen, die Spannung zu halten, eventuell noch zu verstärken und dann diese Anspannung wieder schlagartig loslässt. Das kannst du besonders gut mit einem erleuchtenden Ausatmen in Verbindung machen. Meistens wird eine Anspannungsdauer von 5 bis 7 Sekunden empfohlen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es aber durchaus Sinn machen kann, länger anzuspannen. Ich empfinde das Entspannungsgefühl meistens am tiefsten, wenn ich die maximale Anspannung, die mir möglich ist, ausübe. Und sobald ich das Gefühl habe, die Anspannung synchron mit der eingeatmeten Luft fallen lassen zu können. Versuch am besten, nach mehrmaligen Üben deinen eigenen Rhythmus dafür zu entwickeln und die Variante zu finden, die am besten für dich funktioniert und die das tiefste Entspannungsgefühl erzeugt. Leg dich nieder und komm in eine Position, in der du längere Zeit angenehm liegen kannst. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Stirn. Und beginn diese nach oben zu ziehen und runzeln zu machen. Halte diese Anspannung und konzentriere dich dabei zur Gänze auf deine Stirn. Stell dir vor, wie sich die Haut nach oben zieht. Wenn du willst, versuch noch etwas die Spannung zu steigern. Und sobald du bereit bist, lass die Anspannung ruckartig fallen. Versuch jetzt einfach, die Stirn immer weiter locker zu lassen, immer weiter zu entspannen, immer tiefer in deinen Hinterkopf hineinsinken zu lassen und einfach nichts zu machen. Schau, wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich der Teil an, den du vorher unter so viel Anstrengung angespannt hast? Und schau, ob du den vielleicht noch etwas lockerer lassen kannst. Du darfst dabei alles machen, was dir zu deiner Entspannung dient. Besonders oft ist es sehr hilfreich, tief ein- und auszuatmen und vor allem beim Ausatmen den entsprechenden Körperteil noch tiefer fallen zu lassen. Und dann komm ein weiteres Mal mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Stirn und beginn nochmal die Stirn im gleichen Muster anzuspannen. Halte die Spannung. Und wenn du bereit bist, lass sie wieder ruckartig fallen. Versuch wieder immer tiefer in die Entspannung zu kommen, die Stirn immer lockerer werden zu lassen und schau, was du wahrnimmst. Vielleicht spürst du jetzt andere Körperteile deutlicher. Vielleicht spürst du ein warmes Fließen Richtung Hinterkopf oder Richtung Wirbelsäule und nimm einfach wahr, was dir auffällt. Komm dann mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Augen und deinen Augenhöhlen. Schließ deine Augenlider. Kneif sie zusammen, halte die Spannung noch ein bisschen. Bleib dabei mit dem Fokus auf deinen Augenlidern und schau, ob du vielleicht noch etwas anderes anspannst, was du vorher noch gar nicht bemerkt hast. Und dann lass wieder ruckartig los, lass deine Augenlider ausruhen.
Dabei ist es auch ganz egal, ob du deine Augenlider offen oder geschlossen hast. Versuch einfach den Modus zu finden, wo es am angenehmsten und am einfachsten für dich ist. Wo du am wenigsten halten, wo du am wenigsten arbeiten musst. Genieße diese angenehme Entspannung und Leichtigkeit und komm mit deiner Aufmerksamkeit ein weiteres Mal zu deinen Augen. Schließ die Augen. Nimm wahr, ob du noch irgendwo Spannung merkst, die dir vorher vielleicht nicht aufgefallen ist, und lass mit einem Ruck wieder alles fallen. Mach eine kurze Pause und versuch, ob du die Augen noch weiter fallen lassen kannst, noch locker werden lassen kannst. Versuch, sie so schwer und entspannt wie möglich werden zu lassen. Genieß die Leichtigkeit und Schwere deiner Augenhöhlen, deiner Stirn. Und vielleicht fühlt sich ja schon dein ganzer Kopf etwas leichter und entspannter an. Komm nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Zunge und deinem Gaumen. Und beginne, die Zunge fest gegen den Gaumen zu drücken. Halte die Spannung. Nimm wahr, wo du dich sonst noch überall anstrengen musst, um gegen den Gaumen zu drücken. Und wenn du bereit bist, lass in einem Ruck die Zunge wieder in den Mund sinken. Mach dich langsam bereit für eine zweite Runde. Lenke deine Aufmerksamkeit wieder zur Zunge und drück die Zunge langsam gegen deinen Gaumen. Halten und dann lass sie wieder schwer nach unten fallen. Mach eine Pause und entspanne deine Zunge noch weiter. Lass sie schwer zurücksinken und gönn ihr die Entspannung, die sie verdient hat. Als nächstes kommen wir zu deinem Kiefer. Schließ dazu deinen Mund und beiße deine Backenzähne aufeinander und spür dabei, wie sich dein Kiefer anfühlt. Halten. Und wenn du bereit bist, dann lass dein Kiefer einfach wieder fallen. Spür nach, wie sich deine Backen anfühlen, wie sich deine Kiefermuskulatur anfühlt und wie du die Kinnlade noch immer weiter hängen lassen kannst und die Muskulatur weiter, weiter und noch weiter in die Länge und Entspannung kommen lassen kannst. Konzentriere dich nochmal auf dein Kiefer und beginn wieder deine Backenzähne zusammenzupressen. Und dann lass sie in einem Zug wieder fallen. Als nächstes kommen wir zu deinen Lippen. Leg deine Lippen aufeinander. Probier sie einmal langsam zusammenzupressen und lass wieder locker, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es sich anfühlt. Und wenn du einen guten Modus für dich herausgefunden hast, presst die Lippen zusammen. Halte das ein bisschen,
vielleicht noch kurz steigern, wenn du willst. Und dann lass sie wieder schwer fallen. Genieß die Schwere deiner Lippen und lass deinen Mund und dein Kiefer immer schwerer werden und noch weiter sinken. Wie fühlt sich das an? Schau, was dir auffällt. Schau, ob sich etwas leichter anfühlt. Und dann falte deine Lippen nochmal zusammen. Nimm dir wieder ruhig etwas Zeit. Und wenn du wieder den richtigen Modus gefunden hast, beginn damit, deine Lippen aufeinander zu pressen. Halte das noch ein wenig. Wenn du willst, kannst du es auch noch ein bisschen steigern. Und sobald es dir zu anstrengend wird oder wenn es sich richtig anfühlt, lass die Spannung einfach wieder los. Spür wieder nach und genieß die Leichtigkeit um deinen Mund, deiner Stirn und deinem ganzen Gesicht. Als nächstes will ich dir eine Sequenz zeigen, die vor allem deine Halsmuskulatur entspannt, aber sich auch im Kiefer sehr angenehm anfühlt. Beginn dazu, deinen Mund langsam zu öffnen und öffne ihn immer weiter und weiter. Versuch diese Spannung mit dem maximal geöffneten Mund etwas zu halten. Und dann lass ihn langsam wieder fallen und schließen. Lass dir für das Schließen so viel Zeit, wie du möchtest. Und wie du deinen Mund und dein Kiefer am maximalsten entspannen kannst. Lass den Mund noch etwas ausruhen und spüre deinen Hals, deinen Mundboden, vielleicht die Seite deiner Kiefer. Schau, wie entspannt sie sich anfühlen, ob du eine Veränderung merkst und wie du diese Teile noch immer leichter und lockerer werden lassen kannst. Dann mach dich nochmal bereit und öffne deinen Mund ein zweites Mal. Spür deinen Hals und deinen Mundboden. Halt noch kurz und dann lass wieder fallen. Spür wieder nach und wenn du kannst, lass deine Halsmuskeln, deinen Mundboden und dein ganzes Gesicht noch entspannter und noch schwerer werden. Genieße nochmal die Entspannung und die Schwere von deinem ganzen Gesicht und deinem Hals. Und komm damit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Hinterkopf. Beginn dann den Hinterkopf in deine Unterlage zu drücken und spüre, wie sich dein Nacken anspannt. Halte die Spannung kurz und dann beginn, deinen Kopf nach rechts zu drehen. Nimm die Spannung auf deiner rechten Nackenseite, auf deiner rechten Halsseite wahr. Dreh den Kopf wieder zurück in die Ausgangsposition und dann dreh den Kopf auf deine linke Seite und nimm die Spannung in deiner linken Nacken- und Halsseite wahr. Komm dann wieder zurück in die Ausgangsposition und lass dann die Spannung in deinem Nacken plötzlich wieder locker. Spür wieder nach und versuch, alles noch ein bisschen leichter werden zu lassen.
Lass deinen Hinterkopf und deinen Nacken noch weiter und tiefer in die Liege sinken. Beginn dann langsam wieder Druck auf den Hinterkopf aufzubauen und noch einmal wie vorher den Kopf zuerst nach rechts zu drehen. Achte auf die Spannung in deiner rechten Seite. Dreh den Kopf wieder zurück zur Mitte und dann auf die linke Seite. Beachte die Spannung auf deiner linken Hals- und Nackenseite. Komm dann wieder zurück in die Mittelposition und lass die Spannung in deinem Nacken mit einem Satz wieder los. Versuch tiefer und tiefer in die Entspannung nachzusinken. Versuch zu spüren, wie weit diese Entspannung jetzt nach oben zu deinem Kopf raufreicht und wie weit sie nach unten in Richtung deiner Wirbelsäule und deiner Schulter reicht. Konzentriere dich dann für eine zusätzliche Sequenz auf dein Gesicht und beginn dein gesamtes Gesicht, deinen Kopf Richtung Decke zu schieben, sodass dein Hinterkopf vielleicht einen Zentimeter sogar von der Unterlage abhebt. Halte diese im Hals anstrengende Spannung für ein paar Sekunden und leg dann den Kopf behutsam und nicht zu schnell wieder ab. Spür nach dieser anstrengenden Übung die Erleichterung in der Vorderseite von deinem Hals und versuch diese noch ein bisschen tiefer werden zu lassen. Spür noch kurz nach, wie sich dein Hals anfühlt, von den Ohren bis zum Schlüsselbein. Und halb dann dein Gesicht ein zweites Mal nochmal Richtung Decke. Halte die Spannung im vorderen Teil deines Halses nochmal kurz aufrecht und leg den Kopf wieder behutsam ab. Entspann deinen Hals noch weiter. Spür nochmal rein. Wie fühlt sich die Seite deines Halses von den Ohren bis zu deinem Schlüsselbein an? Und dann gib der Entspannung noch ein bisschen weiter nach. Komm mit deiner Aufmerksamkeit bitte zu deinen Schultern. Und beginn diese immer weiter nach oben zu deinen Ohren hinzuziehen. Spür die große Anstrengung, die zwischen deinen Schultern und deinen Ohren in deiner Nackenmuskulatur besteht. Und lass deine Schultern dann wieder schwer nach unten sinken. Gib ihnen dabei ruhig etwas Zeit, wenn sie noch ein bisschen brauchen, um sich auf der Unterlage auszurichten. Gib der Entspannung noch etwas nach und komm dann mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Schulterblättern. Beginn im Bereich deiner Schulterblätter, den du auf der Liege aufliegen spürst, immer weiter zusammenzuziehen. Drück damit dein Brustbein leicht Richtung Himmel hinaus. Lass dann deine Wirbelsäule wieder zurück auf die Liege sinken. Spür den Bereich in deiner Brustwirbelsäule zwischen deinen Schulterblättern. Lass ihn nochmal nachsinken und genieß die Entspannung und Weite, die zwischen deinen Schulterblättern jetzt entstehen kann. Vielleicht kannst du auch eine Verbindung zwischen deinem Kopf und deinem Kreuzbein wahrnehmen, der jetzt durch den entspannten Bereich in deiner Brustwirbelsäule frei geworden ist. Komm noch ein zweites Mal zu deinen Schulterblättern, zieh die beiden Ränder in der Mitte nochmal fest zusammen, streck das Brustbein nach oben, halte die Spannung noch kurz
Lass deine Wirbelsäule dann wieder in die Unterlage sinken. Wie fühlt sich die Rückseite deiner Schulter jetzt an? Achte auf den ganzen Bereich zwischen deinem Hinterkopf, deinen Schultern, deiner Wirbelsäule und deinen Schulterblättern. Wie liegt die Wirbelsäule jetzt auf? Kannst du diese jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter in deine Unterlage reinsinken lassen? Lass uns zum Schluss versuchen, die entspannten Teile deines Körpers nun auf die Wirbelsäule zu integrieren und beginn deshalb, deinen Hinterkopf und dein Steißbein in die Liege zu drücken. Schieb dabei dein Brustbein rauf und deine Wirbelsäule bogenförmig ganz leicht Richtung Himmel rauf. Nimm kurz die Spannung in deiner gesamten Wirbelsäule wahr und lass sie dann behutsam wieder in die Unterlage sinken. Genieß zum Abschluss nochmal die Schwere, das gesamte Gewicht deiner Wirbelsäule, deiner Schultern und von deinem Nacken und schau, wie sie jetzt satt und entspannt aufliegen. Lass uns zum Schluss dieses angenehme Entspannungsgefühl noch ein bisschen zum Fließen kommen, indem wir unsere Atmung zur Entspannung nutzen. Atme in deinem eigenen Rhythmus 10-mal tief ein und wieder aus und lass dich beim Ausatmen in eine noch tiefere Entspannung sinken. Zähl dabei bei jedem Mal ausatmen von 1 nach 10 mit, bis du bei 10 angelangt bist. Und wenn du das 10. Mal ausgeatmet hast und entspannt auf deiner Unterlage liegst, dann spür noch mal kurz in deinen Körper hinein und genieß die Leichtigkeit und Frische, die du jetzt hoffentlich spürst. Mach dich bereit, wieder zu dir zu kommen und streck deshalb deinen ganzen Körper von deinen Zehen bis zu deinen Händen nach oben kräftig durch. Halt diese Streckung so lange du willst und lass dann einfach wieder fallen und komm wieder im Jetzt an. Ich hoffe, dass du dich jetzt genau so zufrieden und entspannt wie ich nach meiner Session fühlst. Hier habe ich für euch die wesentlichen Eckpunkte nochmal zusammengefasst, falls ihr nochmal den groben Ablauf durchgehen wollt. Ich sage wie immer danke und cool, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Sache gefallen hat, würde ich mich irrsinnig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, beziehungsweise wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Gerne auch Anmerkungen, wie euch die Sache gefallen hat. Aber natürlich auch, wenn irgendwo noch ein Fragezeichen offen geblieben ist. Wenn du mehr generelle Infos zum Thema Schmerztherapie, Gesundheit und Training haben willst, schau doch mal auf schmerzfreibewegung.at vorbei oder schreib dich einfach in meine Newsletter ein, der unten in der Beschreibung verlinkt ist, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten macht es gut in der Zwischenzeit und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Gute, euer Schmerztherapeut Florian Mühlböck.